Menschenbilder. Patagonien und der Rest der Welt. Der Sozialwissenschaftler und Schriftsteller German Krattochwill. Das Treffen mit German Krattochwill fand in einem typischen Wiener Kaffeehaus statt. Wien, die alte Heimat, war dieses Mal ein Zwischenstopp. Auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse und danach zu einer Lesereise quer durch Deutschland. Mit im Gepäck sein aktuell erschienener Roman Rio Puro. Zunächst aber drehte sich das Gespräch um sein Aufwachsen. Krattochwill wurde 1938 geboren und um seinen Aufbruch als Kind aus Österreich in eine neue und fremde Welt. Dass ich aus Korneuburg weg muss, das haben wir gehört zunächst. Denn täglich wurden wir nachts bombardiert und am Tag haben wir dann schon aus der Ferne von den herannahenden Kämpfen mit den Russen etwas mitbekommen. Das war also praktisch schon eine sehr naheliegende Aufforderung, diesen Ort zu verlassen. Da sind wir dann aufgebrochen, geflüchtet mit meiner Mutter, meine Familie, sondern meine Mutter. Mein Vater war irgendwo in Böhmen, hinter der Front, aber eben eingesetzt. Und dann sind wir nach Tirol geflohen. Damals hieß es, unter der amerikanischen Besatzungsmacht überlebt man besser als unter der sowjetischen. Und das hat meine Mutter uns dahin gebracht. Sind wir nach Innsbruck gekommen. Eigentlich genau gesagt nach Hochzirl. Da ist eine Lungenheilstätte oben. Und dann von dieser gewissermaßen frühen Zauberbergerfahrung nach Natas. Und von Natas sind wir dann weiter nach Murau. Das war dann meine letzte österreichische Station bis 1948, die Steiermark, wo uns mein Vater abends, wie wir aus Korneuburg kamen, ein bisschen einzuleben, am Abend storsteirisch vorgelesen hat von Peter Rossecker. Damit haben wir die Steiermark ein bisschen näher kennengelernt. Das ist so weit gegangen, dass wir sonntags immer in die Kirche mussten, damit wir nicht auffallen. Ja, und dann sind wir ausgewandert nach Argentinien. Ich war damals 10 Jahre alt. Über seine Kindheit sagt German Krattochwill, dass er eigentlich gar keine gehabt hätte. Die Schrecken des Krieges und die Zeit danach waren für Eltern und Kinder dramatisch. Es ist eine sehr dramatische Zeit für jeden gewesen in meinem Alter. Ich habe da nichts anderes erlebt als wahrscheinlich die meisten in Wien oder um Wien herum, die so in der Nähe dieser Situation standen. Mein erster Schulfreund, der ist zu Ostern dann 45 beim Eiersuchen von einer Eierhandgranate zerrissen worden. Und mein erster Schulgang überhaupt, ich wurde eingeschult in Korneuburg. Die einzige Erinnerung, die ich von meinen ersten Schulwochen habe, ist, dass damals diese Panzergräben ausgebaut wurden. Und das ging durch einen aufgelassenen Friedhof. Und da sind wir auf dem Weg zur Schule da durch diese aufgerissenen Gräber gegangen. Das war schon so ein Hinweis auf Zukunftsmöglichkeiten. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich was mich natürlich sehr stark beeindruckt hat, einen Schädel mitgenommen habe nach Hause, so einen großen gelben Totenschädel. Und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, gib den sofort zurück. Das war so ihre erste Reaktion. Ich habe den einfach wieder in so ein aufgerissenes Grab geschmissen. Mit großem Schmerz. Vielleicht hat mich das später, das war der erste Impuls, dass ich mich später für Anthropologie interessiert habe. Also dieses Gebein mehr, durch das wir da gehen mussten, um in die Schule zu kommen. Aber das passt eigentlich symbolisch sehr gut. Ne? Die Wirklichkeit ist oft viel einfallsreicher, als man das sich vorstellen kann. Ne? Dann auch in Hochzirl zum Beispiel habe ich die ersten Neger gesehen in meinem Leben. Riesige, für mich damals riesige Menschen, die Baseball gespielt haben auf der Straße. Auch ein völlig unbekannter Sport für uns.
Und in Natas dann, da waren die Franzosen. Die Franzosen haben Marokkaner eingesetzt. Und da haben wir dann gelernt, wie man einen Turban zum Beispiel bindet. Das haben die uns immer vorgemacht. Das ist ein fast 2 Meter langes Band, das sie sich dann um den Kopf geschlungen haben. Also ich habe schon sehr frühzeitig multikulturelle Erfahrungen gesammelt. Und dann war ich kurz auch in Zürich, wo mein Vater einen Freund hatte. Und der sagte den armen verhungerten Österreicher, der soll zu ihm kommen und sich ein bisschen aufpäppeln lassen in Zürich. Und da hatte ich meine erste Liebe. Und da hat man mir dann gesagt, oder so hinter der Hand gesagt, das ist eine Jüdin. Und da habe ich auch erfahren, wie das ist. Sodass diese ersten europäischen Erfahrungen wirklich sehr reichhaltig waren. Ich habe das mit dem größten Vergnügen und der größten Neugier erlebt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann Angst gehabt hätte oder irgendwie auch große Trauer für irgendetwas empfunden hätte. Ich wusste, dass meine Tante, die mit meiner Mutter zusammen, also die Schwester meiner Mutter zusammen geflüchtet sind, in der Hütte, in der wir uns zuerst versteckt hatten, einen Revolver unter den Brettern hatte, um im gegebenen Fall vor einer Gewaltigung den Revolver zu benutzen. Oder im Luftschutzkeller hat uns meine Schwester und mich, meine Mutter immer die Köpfe zusammenstecken lassen, weil sie gesagt hat, wenn es uns trifft, soll es uns alle drei treffen, damit keiner überlebt. Unter solchen Vorzeichen habe ich nichts Besonderes gefühlt, sondern fand das eigentlich sehr abenteuerlich und außerordentlich, aber nichts anderes. Wir lebten alles so damals. Die Kinder, die liefen da herum, die sind in diese Welt hineingewachsen, die kannten ja nichts anderes. Wir sind ja nicht aus einem Frieden in einen Krieg gekommen, sondern wir sind im Krieg zur Welt gekommen, mitten im Krieg. Und das war eigentlich die natürliche Form. Als junger Einwanderer fand German Kratochwil eine völlig andere, neue Welt vor. Das war eine Herausforderung, in alles, was sich bot, hineinzutauchen und sich zurechtzufinden. Das Prägende, der große Einschnitt war das Eintreffen dann in Argentinien. Denn da sind wir von einem Tag zum anderen in eine ganz andere Welt hineingekommen. Das war plötzlich eine reiche, friedliche Welt, Wohlstand überall. Damals hat Argentinien Weizenschiffe nach Spanien geschickt, um den armen, verhungernden Spaniern zu helfen. Und andererseits politisch durchaus kohärent, denn das war auch eine faschistische Diktatur in Argentinien, also das kannte man ja schon. Die Sprache war neu, absolut, ich kannte kein Wort Spanisch. Ich bin auf einem richtigen Auswandererschiff von Genua nach Argentinien gekommen, ein umgebauter Bananenfrachter, auf dem wir nach Buenos Aires gekommen sind, umgeben von italienischen, spanischen, portugiesischen, auch deutschen Auswanderern. Die waren alle sozial gesehen weit unter uns, waren viele Analphabeten, Bauernkinder und so. Das war ein entsetzliches Schmutz und so weiter auf dem Schiff. Aber es gab auch in der Offizierskabine eine Zone, wo einige merkwürdige Deutsche mitreisten auf diesem Schiff. An einen erinnere ich mich ganz genau noch, den sehe ich vor mir, das war Herr Borsig mit gewelltem weißem Haar und ein anderer, dessen Name bestimmt falsch war. Also das war ja die Zeit, wo gewisse Nazi-Größen sich in Argentinien versteckt haben. Übrigens auf demselben Schiff, auf dem ich damals November 48 nach Buenos Aires gefahren bin, ist im Februar oder März des folgenden Jahres der Dr. Mengele nach Argentinien gefahren. Ja, das war so dieser Rattenweg, über den man ja viel gelesen hat, kennt. Ja. Diese Geschichten haben mich dann schon prädestiniert für meine Auffassung von Beziehungen zwischen Europa und, oder sagen wir Mitteleuropa und Argentinien, was ja dann in meinen Büchern eigentlich zu einem wichtigen Thema wird. Ja. Aber ich habe es wirklich face-to-face kennengelernt. Ne? Ja. Meine Mutter ist eine Urwienerin gewesen. Manches, was ich jetzt in diesen Tagen auch erlebe, ich war schon vor einiger Zeit in Wien, aber jetzt fällt es mir wieder deutlich auf, wie wienerisch die Atmosphäre in meinem Elternhaus war.
meine Mutter wirklich hundertprozentig, ne? Das ist eine Familie, die bis ins 18. Jahrhundert nachverfolgbar ist, immer Wiener, keine Zuwanderer, sondern echte Wiener. Und das ist eine Art des Denkens, des Fühlens, des Humors, des Musikempfindens. Das hat mich sehr geprägt. Also ohne in Wien aufgewachsen zu sein, haben wir eine Art Wien konserviert, in 12.000 Kilometer entfernt, in einer ganz anderen Welt, Spanisch und so weiter. Meine Mutter hat nie richtig Spanisch gelernt, aber sie hat immer wieder mit der Gitarre Wiener Lieder gesungen. Und das typische Lied war, meine Mutter war eine Wernerin. Ne? Das ist natürlich, kennen Sie das? Sie hat Anekdoten erzählt und die Straßennamen aus Wien oder Kaffeehäuser und so weiter. Sie war eine große Kaffeehausliebherin natürlich. Und Buenos Aires hat sehr viele Kaffeehäuser, sehr schöne Kaffeehäuser, die sie alle frequentiert hat. Da gab es also eine Fortsetzung. Und für mich war das Wienerische dadurch eigentlich konserviert, aber natürlich ein falsches Wien. Ne? Ein Wien, das es schon längst nicht mehr gibt. Ne? In der Hinsicht habe ich so eine kleine Ecke Alt-Wien in mir noch. Für German Kratochwil kam es, wie er selbst sagt, zu einer Vermischung der argentinischen und österreichischen Kulturkreise. Doch bevor es soweit sein konnte, ging es zunächst einmal darum, Spanisch zu lernen. Auf dem Auswandererschiff hatte mein Vater ein Buch mit, sagte, jetzt müssen wir Spanisch lernen. Mein Vater war schon in Argentinien gewesen, der konnte etwas Spanisch in seiner Jugend. Und dann saßen wir da auf dem Deck und ich kann mich heute noch an den ersten Satz erinnern, den ich auf Spanisch gelernt habe. Das habe ich nie vergessen. Das war ein Bild, auf dem saß ein Herr in einem Liegestuhl und schaute über eine Landschaft, in der einige Bauern hinter Pflügen standen und gearbeitet haben. Und der Text lautete: Qué lindo es el trabajo visto de lejos. Das heißt übersetzt: Wie schön ist die Arbeit aus der Ferne betrachtet. Und das wurde ein Leitsatz. Der ist mir geblieben, dieser Satz. Das war der erste Satz auf Spanisch und der passte dann auch später sehr oft auf das, was ich beobachten konnte und was einem selbst eigentlich sehr nahe lag. Mein Vater war Grafiker, er hat hier die Grafische Versuchs- und Lehranstalt besucht, abgeschlossen und hat dann bei Ringier in der Schweiz gearbeitet lange, in den Zeitschriften von Ringier. Und hat in Argentinien zu der damaligen Zeit, das war so ein ausgebildeter Grafiker, das gab es einfach nicht. Also hat kein Problem gehabt, dort zu arbeiten. Das war auch von der Sprache völlig unabhängig, denn er hat gezeichnet. Der hat sich wohlgefühlt, ja. Aber es bleibt jeden, vor allem, ich glaube auch den Österreichern ganz besonders im Ausland, ich habe das oft beobachtet, eine Nostalgie, die sich sehr stark aus der Liebe zur Natur speist, aus der Bergwelt und dem Schnee. Diese Begriffe, die sind für einen Österreicher irgendwie weiterhin wichtig, wesentlich. Denn wenn jemand vom Meer kommt, das hat er in Argentinien gleich. Buenos Aires liegt an einem Fluss, aber in der Nähe ist auch das Meer. Und das Meer ist irgendwie einfacher wieder zu gewinnen. Aber diese österreichische Alpenwelt mit ihren Wäldern und den Schneebergen und so, wie ich das auch in dem Rio Puro beschreibe, absichtlich etwas europäisierend und stifterisierend, das ist so. Es gibt diese Bergwelt in Argentinien auch und da ist er dann hineingegangen und hat gesagt, ja, wie sagen die Österreicher, ja, Mai oder so, das ist ja wie bei uns. Das war der erste Eindruck. Ist natürlich falsch, ist völlig falsch, denn es ist ganz anders. Der erste Eindruck ist, das ist ja wie bei uns. Aber wenn er dann wirklich da drin ist, dann merkt er, dass das ganz anders ist. Dass die Menschen sind anders und die Wälder sind anders und es ist alles, da ist keine Kultur drin, da ist kein Bauerntum jahrhundertelang irgendwie aktiv gewesen. Das Klima ist anders. Aber es hat doch dazu geführt, dass viele Österreicher zumindest im Urlaub dahin gefahren sind oder auch sich dort angesiedelt haben in dieser Landschaft. Ne? Sowohl in Chile wie in Argentinien. So bin ich als Kind schon früh mit meinem Vater in die Cordillere gekommen, denn mein Vater war nebenher auch noch Maler, Aquarellmaler und Ölmaler. Kinder machen ja dann mit unserem Malzeug, sind wir da
durch diese Bergwelt getrampt und saßen dann immer wieder und haben skizziert oder gemalt. Und so malen ist ja eine ideale Form, sich der Natur anzunähern, weil man dann wirklich, sagen wir, wenn die Natur spricht, auf jedes Wort aufmerksam wird. Und das hat mich sehr vorgebildet, auch fürs Schreiben, ne? Das hat mir sehr geholfen. Ich mache da nichts vor, ich bin da nicht irgendwie emotional aufgeladen und so, das ist völlig normal, was ich da sehe, das ist die Natur, die ich genau kenne, die ich bereist habe, die ich bis in das kleinste Stückerl Moos hinein genau kenne. Die Eltern von German Kratochwil waren mit ihrem Leben in Buenos Aires zufrieden. Die Argentinier waren sehr gastfreundlich und so konnte sich die Familie rasch ein eigenes Leben aufbauen. Bereits als Jugendlicher hat German Kratochwil zu schreiben begonnen und so seien damals, wie er sagt, 2 bis 3 Romane und Erzählungen entstanden. Doch sein beruflicher Weg führte ihn zunächst in eine andere Richtung. Ich wollte Literatur studieren, eigentlich Literatur und Philosophie. Ich bin auf die Fakultät gegangen, ganz naiv, bin da hineingegangen, habe mich in ein paar Vorlesungen gesetzt und in der einen ging es um Rimbaud und in der anderen war irgendeine Diskussion über Plato oder so. Das waren die 2 Vorlesungen, die ich besucht habe zuerst. Und dann bin ich in eine dritte gegangen, eher zufällig, weil ich da an der Tür vorbeigegangen bin. Und da war ein italienischer Soziologe, das war ein Emigrant aus der Faschistenzeit, der in Argentinien inzwischen lebte. Und der sprach irgendeine Einführung in die Soziologie. Und das fand ich faszinierend. Das andere schien mir so völlig fern und unwesentlich. Und das Sozialwissenschaftliche fand ich eigentlich mir viel näher. Aber nicht das Wissenschaftliche, sondern das Soziale von dem Ganzen. Also das ist, was mich ständig bewegt. Ich bin eigentlich jetzt schon froh, dass es mir gelungen ist, diese beiden Romane, in denen sehr viel soziale Überlegungen drinstecken, so möglichst, sagen wir, unter den Deckmantel der Literatur zu verstecken. Ne? Zum Beispiel im Rio Puro die ganze Umweltdiskussion. Ich habe ja auch, wenn ich die beiden Romane nehme, die ich jetzt geschrieben habe, fast mehr als 20 Figuren auf die Bühne gestellt, die weitgehend biografisch und vom Äußeren her und wie sie sich kleiden und alles Wirklichkeit geworden sind. Das sind nicht nur Namen oder irgendwie für eine Action eingesetzte Statisten, sondern aus denen heraus eigentlich entsteht erst die Handlung und die Dramatik, so wie sie sind. Also das kann nicht anders sein, weil sie so sind, nicht weil der Autor es so will, der kann gar nichts machen. Der muss diesem Gesetz folgen. Dieser vielwissende, absolut allwissende Autor, das ist nicht mehr unser Bier. Das sollte auch nicht mehr so sein, denn wir müssen ja heute davon ausgehen, dass unser Leser viel informierter, ich möchte nicht sagen gebildet, aber informierter ist als der Leser im 19. Jahrhundert. Und da hat der Autor ständig gesagt, was jeder denkt, was jeder fühlt, was jeder vorhat und so weiter, als ob er weiß alles. Er weiß alles, er beschreibt ständig, was seine Figuren bewegt und so weiter. Während meine Position ist eher, ich muss die Personen handeln lassen und der Leser, der ist heute schon so informiert, auch psychologisch. Wir leben ja in der Nachfreudzeit. Wir wissen, wenn jemand dies oder jenes macht, was dahinter steckt. Oder wir können es ziemlich annehmen. Das wusste man früher nicht. Man verkauft eigentlich den Leser für dumm, wenn man ihm ständig alles erklärt, was die betreffenden Personen machen in einem Roman. Und ich habe auch selbst keine Meinung. Es wird wohl schwer sein, dass mir jemand sagen kann, was ich wirklich denke, wenn er meinen Roman liest. Ob ich der Meinung bin oder der Meinung, ob ich hinter dem stehe oder hinter dem. Das ist absolut bewusst nicht gesagt, obwohl ich meine Meinung habe. Durch viele Länder ist German Kratochwil gereist. Er trampte durch Patagonien, Peru, Chile, Bolivien und er arbeitete unter anderem als Maurer oder als Friedhofsgärtner. Doch die Liebe zum Schreiben und zur Literatur verließ ihn nie.
Mehr als 30 Jahre lang hatte German Kratochwill die unterschiedlichsten Tätigkeiten an verschiedenen Universitäten, bei internationalen Organisationen. Er befasste sich zum Beispiel mit dem Abbau von Jugendgewalt in uruguayischen Elendsvierteln oder mit der Rückführung von chilenischen und uruguayischen Stadtguerilleros aus ihrem Asyl in Schweden. Oder mit dem Aufbau von Bildungszentren für die Urbevölkerung im Amazonasbecken. Er war auch Literaturkritiker. Erst nach all diesen Tätigkeiten hat sich German Kratochwill selbst dem literarischen Schreiben zugewandt. Und da war er dann mit einem Rollenwechsel vom Kritiker zum Schriftsteller konfrontiert. Zuerst habe ich die größte Hoffnung, dass keiner so ein Kritiker ist wie ich an meinen Arbeiten. Ne? Denn ich war kritisch und ich war auch ein bisschen bösartig und boshaft. Das ist eigentlich falsch, wenn ich sage, das war ich. Aber ich bin es immer noch etwas. Aber ich müsste eigentlich hoffen, dass es keinen Kritiker gibt, wie ich damals Kritiker war. Denn ich habe auch Fehler begangen. Ne? Fehler, die zu Konflikten geführt haben, auch einige Autoren haben sich dann sehr geärgert. Aber ich habe auch wirklich zum Beispiel Borges enorm bewundert. Jorge Luis Borges ist ja ziemlich bekannt, auch in deutscher Sprache alles übersetzt und ist ein zentraler Autor in der Literatur des 20. Jahrhunderts geworden, für viele permanenter Bezugspunkt auch ihres Schreibens, ne? Ich habe mit Borges persönlich verkehrt. Ich habe das erste Interview geschrieben, das auf Deutsch erschienen ist, über Borges in einer Kulturzeitschrift damals, die hieß Blätter und Bilder. Ich habe ihn besucht er war der Leiter der Nationalbibliothek damals. Und im Privaten habe ich ihn auch mehrmals getroffen und gesprochen und war fasziniert von seiner Persönlichkeit. Und er hat mich nicht im Stil irgendwie beeinflusst. Der Einfluss war eher die Liebe und die große Einsicht, die er für die Literatur hatte und die er ihr entnommen hatte. Also was Literatur für einen Menschen sein kann. Nicht als Schriftsteller, nicht als Schreiber, sondern als Leser. Er war hauptsächlich ein Leser, ne? ein fantastischer Leser. Und sehr nahe auch der deutschen Kultur. Vor kurzem war ich noch zusammen mit einem, wir sind zwei Austro-Argentinier, die Deutsch schreiben. Der eine Austro-Argentinier, der ist 39, das war diese Emigration, der jüdische Emigration, das ist der Alfredo Bauer, ein guter Bekannter von mir. Und jetzt, wie ich herübergekommen bin, habe ich mich noch bei ihm verabschiedet. Der hat Heine übersetzt ins Spanische. Und dann hat er sich gedacht, da könnte mir der Borges eigentlich die Einführung schreiben für das Buch und ist dann zum Borges gegangen und hat ihn gebeten. Und dann hat der Borges angefangen, Gedichte aus dem Gedächtnis aufzusagen, eines nach dem anderen. Er war völlig, und hat auch den Bauer korrigiert, hat Fehler bei Bauer gefunden. Also der Alfredo war völlig überrascht und Borges hat dann auch eine Einführung geschrieben zu diesem Übersetzungen der Heine-Gedichte. Das erste Buch, das er auf Deutsch gelesen hat, war Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung. Also er hat nicht mit dem Leichtesten, nicht wie ich, mit wie schön ist die Arbeit aus der Ferne begonnen, sondern mit einer ganz anderen Größenordnung. Ja. German Kratochwill hat also als Assistent, als Lehrstuhlvertreter, Gutachter, Politikberater, Projekt- und Büroleiter, als Forscher und als Kritiker gearbeitet. Vielfältige Berufe, die ganz unterschiedliche Zugänge erfordern. In Lateinamerika hat er auch als Soziologe gearbeitet und sich intensiv mit Fragen der Einwanderung und der Migration befasst. Die lateinamerikanischen Länder sind ja oft eigentlich erst durch Immigration entstanden. In der argentinischen Verfassung lautet der erste Satz: Wir wollen ein Land schaffen, das offen ist für alle, die guten Willens sind und bei uns leben wollen. Das ist, der erste Satz ist eine Aufforderung zur Immigration, zur Bevölkerung. Es war damals die Mode, bevölkerungspolitisch gesehen. Vor allem war man natürlich damals interessiert an Europäern.
Und dieser Grundgedanke, diese Grundform des Grundgesetzes von 1853, die war tragend. Und auch in der Schule hat man das gelernt. Und man musste natürlich auf jeden Fall damals sich integrieren. Also man war willkommen, aber nicht, um dann eine Kolonie zu bilden, Deutsche oder Schweizer oder Italiener und so, sondern eben, dass alle langsam Argentinier werden. Ne? Das heißt, dieselbe Heldenverehrung verfolgen, dieselbe Sprache sprechen, dieselbe Geschichte kennenlernen und ehren und die Staatshymne singen und so weiter, Nationalhymne singen und so weiter. Ne? Konflikte gibt es eher erst viel später, wo die Immigranten dann auch oft auf einen Empfang bestehen, der nicht so selbstverständlich ist. Nur jeder muss am Anfang sich ein bisschen anstrengen. Ne? Und man muss auch, so wie wir, wenn wir nach Afrika kommen zum Beispiel, müssen wir enorm berücksichtigen, dass wir, ob wir jetzt auch Wiener, Österreicher sind oder Deutsche, zunächst als ehemaliger Kolonialmensch angesehen sind oder werden. Ne? Und da müssen wir aufpassen mit unserem Verhalten. Wir denken ganz anders, wir kommen als Freunde oder so, aber und umgekehrt aber muss es auch so sein. Ich kenne niemanden in Argentinien, der diskriminiert. Das wird übel angesehen. Es gibt keine ganz winzige politische Splittergruppen, die sind wesentlich kleiner als in Deutschland, zum heutigen Deutschland. Nur ganz wenige, die wirklich irgendwie kritisch wären gegenüber den Ausländern, das ist kein Thema. Das ist kein Thema. Ich habe mich manchmal etwas komisch gefühlt, dass ich als Migrant eben jetzt in der Migration eine relativ wichtige Rolle spielte in einer Organisation als Chef von Büros, Regierungsberater und so weiter und so weiter. Das war so, manchmal habe ich mir zu Hause gesagt, das ist ja völlig absurd, in was du dich da hineinbegibst. Ne? Aber inzwischen ist ja weltweit das Thema Migration enorm wichtig geworden und ich erlebe es auch hier so auf der Straße und mit jedem, mit dem man spricht, und das ist so präsent, dass ich eigentlich noch einmal anfangen müsste. Aber ich habe auch eine ziemlich kritische Einstellung zu dem Ganzen. Vor allem nicht so sehr, wie im Allgemeinen die Leute reagieren, sondern was man sich so verspricht von dem Ganzen. Es ist sehr schwierig, nicht nur für die Empfängerländer oder Gastländer oder wie sie das nennen wollen, sondern auch für die anderen, für die Migranten. Es ist nicht mehr so dramatisch in vielen Fällen, aber worin ich eine Gefahr sehe, ist, dass man so viel nachsieht. Ne? Wenn jemand Migrant ist, das war unsere Lehre, muss man sich auch in dem Gastland entsprechend verhalten. Die damaligen Einwanderer sind nicht in ein Land gekommen, haben gesagt, ihr müsst an unserem Wesen genesen oder ich behalte meine Überzeugung und meine Stellung und ich bin dies oder ich bin jenes. Nein, die sind in ein Land gekommen, als Gäste, wurden aufgenommen und haben sich zunächst umgeschaut und umgesehen, wie kann ich mich anpassen, wie kann ich diese neue Kultur, in die ich begebe, nicht aggressiv oder in Form von Disput mich ihr nähern, sondern durch Anpassung, durch Eingliederung. Und was man jetzt oft sieht, ist, dass der Immigrant oder der Emigrant sehr stark auf eine Art Menschenrecht beharrt, sich nicht anpassen zu müssen, sondern der andere muss ihm entgegenkommen. Das ist eine schwierige Situation, da vor allem, dass man nicht in den falschen politischen Weg hineinkommt in dem Ganzen. Ne? Denn viele extreme Rechte auch sind natürlich da bereit, das sofort aufzugreifen. Also es ist sehr politisch, das Thema, über das rein Kulturelle und so weiter hinaus. Und leider wird es auch sehr oft politisch missbraucht. Aber es ist eines der Themen unserer zukünftigen Gesellschaften. Ich sehe hier zum Beispiel, was ich schön finde, so eine Gruppe von Grundschulkindern, die mit der Lehrerin da über die Straße gehen und so. Und mindestens, ich bin da sehr geübt in dieser Beobachtung, mindestens 4 oder 5 Kinder sind eindeutig, von 20 sind eindeutig nicht Wiener oder nicht Österreicher. Und die spielen und reißen sich und lachen und sprechen und so weiter. Das ist ein schönes Bild, was ich da so sehe. Das macht mir Hoffnungen.
Die Militärdiktatur in Argentinien von 1976 bis 1983 zählt zu den dunkelsten Kapiteln in der Geschichte des Landes. Um die 30.000 Argentinier sind während dieser Diktatur verschwunden. Viele Todesfälle wurden nie aufgeklärt. Menschen wurden zu Tode gefoltert, aus Flugzeugen geworfen, Kinder den Eltern entzogen und regimetreuen Bürgern übergeben und so weiter und so fort. Die Militärdiktatur hat vor niemandem Halt gemacht. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich damals im Ausland gearbeitet habe. Ich war der Diktatur nicht direkt ausgesetzt. Verwandte meiner Frau schon. Einer ist entführt worden und verschwunden. Ein Cousin von ihr, von denen weiß man nichts mehr. Das sind diese Verschwundenen, das geht in die Tausende, ne, unter der Militärdiktatur damals. Ich persönlich habe keine direkte Erfahrung aus dieser Zeit. Wenn die Oberschicht, wie das mehrmals der Fall war, unsicher war, dass im Land ihre Privilegien und ihr schöner Lebensstil gefährdet wurde, dann haben sie die Militärs zur Hilfe gerufen. Das kam nie von den Militärs selbst, diese Diktaturen. Das war immer ein Zusammenarbeiten mit den bestimmten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kreisen der Oberschicht. Den Militärs, denen hat das dann schon Spaß gemacht, zu regieren. Und da haben sie dann auch den anderen auch manchmal, sind sie den anderen auch manchmal sehr nahe getreten. Ne? Das Chaos und die sozialen Unruhen, die haben in diesen Kreisen größte Unruhe und größtes Besorgnis hervorgerufen. Ja, das muss man schon sagen. Ne? Sodass auch manche durchaus mit diesen Diktaturen einverstanden waren, solange sie nicht, wie in diesem argentinischen Fall natürlich, eine so extrem blutrünstige und wirklich grauenhafte Technik entwickelt haben. Ich kenne niemanden, der das irgendwie akzeptiert hätte. In meinem Kreis überhaupt nicht und auch sonst kenne ich niemanden, der das... Man fragt sich dann immer, ja, wer stand denn dahinter, wenn man keinen kennt, der dahinter stand, aber man kennt ihn eben nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, es gab schon Leute, die das unterstützt haben. In seinem Debütroman Scherbengericht, den German Kratochwill im Alter von 74 Jahren geschrieben hat, erzählt er die Geschichte oder besser gesagt den Verfall einer Familie in Patagonien. Dabei kommen unterschiedliche Generationen zusammen. Menschen, die unterschiedliche Charaktere und Einstellungen haben. Der Bogen der beschriebenen Personen reicht dabei von Juden bis hin zu mutmaßlichen Nazis. Viele der im Roman erzählten Geschichten hätte er auch so erlebt, sagt German Kratochwill, der ein eigenes Verständnis und Verhältnis zu Südamerika entwickelt hat. Ich war in Südamerika überall. In Deutschland habe ich nur 7 Jahre gearbeitet, dann kamen die Projekte und die Projekte waren alle in Lateinamerika. Ich bin gewissermaßen nach dem Studium und nach meiner Arbeit, ich habe zuletzt dann noch einen Lehrstuhl auf der Universität in Bielefeld gehabt für Soziologie in Lateinamerika. Und dann kam ein großes Projekt auf mich zu und das habe ich dann bevorzugt, weil der Lehrstuhl nicht so sicher war. Das war sehr lustig. Ich habe auf diesem Lehrstuhl, das war damals die Selbstverwaltung in Deutschland in Mode gekommen, da habe ich mich mit Luhmann zum Beispiel, mit den berühmten Soziologen über den Kauf von Stühlen haben wir diskutiert oder ob wir in der Küche eine Kaffeemaschine erneuern oder solche Sachen haben. Das mussten wir alle diskutieren, weil das die Selbstverwaltung war, ne, mit den Studenten. Das war eine lustige Erfahrung. Aber dann bin ich nach Lateinamerika und dann hat sich die eine Sache aus der anderen ergeben und bin ich nie wieder zurückgekommen. Ich bin nicht einmal so sehr ein Argentinien-Fan. Das war das Schicksal, wenn man so will. Ne? Ein Idealland in gewisser Hinsicht, nicht unbedingt, könnte vielleicht Uruguay sein, ein kleines Land, überschaubar, friedlich, sehr friedlich und sehr mit sehr gutem Fleisch auch und schönen Stränden. Patagonien, dieses Land, das ich in den beiden Romanen beschreibe, diese Region, die hat es schon in sich, ne? Das kann einem schon begeistern. Ich war natürlich auch, wenn ich so überlege, im Amazonas. Ne? Da gibt es, das ist magisch. Ne? Das ist magisch, so in Iquitos, das ist eine Stadt, wo der Amazonas
beginnt eigentlich erst. Das ist eine Welt, wo sie glauben, die gibt es nicht mehr, ne? Wo alles noch so ist wie vor 100 oder 200 Jahren, mehr oder weniger. Ne? Am Fluss, die Leute, der Fluss, der so langsam fließt, macht alles langsam. Alle Bewegungen, der Alltag, die Hitze, ne? Das schwimmt so dahin, und wenn man sich da so hineinlegt wie in eine Hängematte in diese Welt, das nimmt einen schon mit. Ne? Aber das ist natürlich wahrscheinlich nur eine Phase, dann geht man wieder. Ne? Oder in Venezuela, in den Wäldern oben. Und es gibt so viele großartige Stellen. Und dann in Peru vor allem, das war ganz großartig, die Begegnung mit der Inka-Kultur. Ich war in einer Stadt, in der der Pizarro den Atahualpa umgebracht hat. Da habe ich alles nachgemacht. Ich bin zuerst in die Inka-Bäder hineingegangen, wo der Atahualpa gebadet hat. Habe ich mich das in so Thermalbäder, habe ich mich da hineingesetzt. Dann bin ich zu Fuß in die Stadt hinein, Cajamarca, und habe dann dort mir vorgestellt, jetzt kommen diese paar Verrückten. Ne? Wir sind Tausende, und auf der anderen Seite sind nicht einmal 100 berittene, bepanzerte Spanier. Ne? Wie ist das möglich gewesen, ne? Dass ein ganzes Reich von diesen paar Menschen zerstört werden kann? Ne? Was muss dieser Pizarro für ein Mensch gewesen sein, der diesen Mut hatte, diese Schuspe, diese Kraft? Ne? Und da haben wir gedacht, das ist Psychologie gewesen und Renaissance so nebenher ein bisschen. Denn der Atahualpa ist von Hunderten getragen worden wie ein Gott. Und in dem Augenblick, wo ihm ein Spanier praktisch eins über den Schädel haut oder ihn herunterreißt, zerbricht dieses ganze System wie eine Bienengesellschaft. Die sind alle psychologisch völlig abhängig von diesem Gottkönig. Und in dem Augenblick, wo dieser Gott kein Gott mehr ist, ne, und das konnte nur ein Europäer so klar erkennen, auch nicht irgendein Europäer, sondern einer, der mit der Renaissance, wenn auch nur oberflächlich, irgendwie in Kontakt getreten ist. Und da haben die das geschafft. Das war die ganz andere Welt. Das ist wie wenn eine Kanone gegen die Speerspitzen geht. Und dort zu sitzen und das zu erleben und so noch nachzudenken, nachzuerleben, das ist schon wirklich wunderbar. Ne? In seinem zweiten Roman Rio Puro schildert German Kratochwil eine Abenteuergeschichte. Die Geschichte spielt in den Südanden in Patagonien, wo German Kratochwil selbst eine Blockhütte besitzt. Diese Blockhütte gehört zur Familientradition. Der Vater hatte sie selbst gebaut und er war dort gestorben. Für ihn war diese Gegend ein Ersatz für die österreichischen Berge. Die nächsten Nachbarn sind weit entfernt. Und für German Kratochwil ist dieser dünn besiedelte Raum auch ein Riesenspielplatz für jegliche in die Tat umgesetzte Veranlagung. Seine innere Zugehörigkeit zu dieser Region versucht er seit Jahrzehnten zu ergründen. Und auch dies wird im Roman Rio Puro behandelt. Nicht jedes Klischee wird von German Kratochwil bestätigt. Zum Beispiel ist er kein Tango-Anhänger. Für ihn ist die Frage der Immigration und der Integration keine romantisch zu beantwortende. Sein Realismus speist sich aus seinen Erfahrungen, sowohl privat als auch aus seiner Arbeit. Das Erste wäre, sich nicht einzubilden, dass es so geht, wie man es anpackt. Also nicht so brachial oder so direkt und so schnell. Und zweitens, dazu gehört, dass man viel mehr auf die Zielgruppen eingeht, sich viel tiefer mit ihren kulturellen, mit ihren Lebensbedingungen, mit ihrer Familiengeschichte beschäftigt. Das sind keine Apparate, in die ich einfach einen Zettel oder eine Münze eingebe und die dann so antworten, sondern das ist ein Mensch. Ne? Das sind Menschen und Menschen, die, wie wir alle, ja, ich habe das von meiner Mutter erzählt, die Wiener Atmosphäre in meinem Haus, ne? Die haben auch ihre Atmosphäre, diese Menschen, von ihren Eltern, von ihren Ureltern und so weiter. Und das ist präsent und das saugt man, wie man sagt so oft, mit der Muttermilch auf. Und diese Menschen sind nicht so schnell zu verändern und nicht so schnell wie die Programme. Die Programme sehen, so ein Projekt ist dann 4 Jahre. 2 Jahre, dann nochmal 2 und wenn es gut geht und man Glück hat, 6 Jahre. In 6 Jahren lassen sich Verhalten kaum ändern, wenn der Betreffende nicht in einer damit konformen Kultur aufgewachsen ist. Das ist sehr schwer. Ne?
Und das ist ja auch zum Beispiel das Anliegen von Scherbengericht, wo ich zeigen will, wie alles weiter wirkt untergründig, ne? Wie auch die jüngsten Erlebnisse und das alles dann eben eine bestimmte Resonanz hat. Und diese Resonanz ist abhängig von der ursprünglichen Konstruktion des Ganzen. Ne? In diesem Fall der Kultur, wenn der Betreffende in einer ganz anderen Welt aufgewachsen ist, wenn er nicht wie ich auf dem Schiff erst erfährt, wie die Arbeit aussieht, sondern wenn er von Geburt auf schon irgendwie damit verbunden ist, mit dieser Einstellung, der lässt sich nicht so leicht verändern. Aber worin ich heute, um da auf das andere nochmal zurückzukommen, so meine Rolle sehe, das ist, dass ich eigentlich ein Vertreter von einer Möglichkeit bin, eine Literatur, die aus der mitteleuropäischen Diaspora zurückkommt, ne? Meine Bücher sind nicht einfach so eine Unterhaltung, so sehe ich das zumindest, nicht einfach eine Unterhaltungslektüre, sondern sind wirklich ein Beitrag zu einer neuen Dimension, die ein Mitteleuropäer gewinnen kann. Ich schreibe aus dieser doppelten Funktion heraus. Das gibt's nicht, das ist eine neue Literatur. Also insofern, das bin ich übertrieben jetzt, wenn ich das so sage, aber es ist tatsächlich, man kann es sicher besser machen, aber das ist ein ganz neuer Ansatz, denn wenn ein Deutscher, ein Österreicher oder Schweizer, was immer auch Deutsch schreibt im Ausland, dann ist es ein Österreicher, ein Deutscher und ein Schweizer, der im Ausland schreibt. Ne? Ich bin von der Anlage her ein bikultureller Mensch, ne? Das ist klar. Ich muss das Bikulturelle unterstreichen, damit man das nicht missversteht. Aber andererseits neige ich heute eher zu der Meinung, es gibt keine Integration dieser beiden Komponenten. Es kommt letztlich zu einer Maskerade. Und je nach der Maske, in die man gerade schlüpft oder die man gerade aufsetzt, entsteht dieses Wir. Ich kann Wir in Lateinamerika sagen und ich komme vielleicht irgendwo hin und sage Wir in Wien. Oder in Österreich. Wien nicht so sehr, weil ich ja kein Wiener bin, sondern Wir in Österreich. Aber es ist eine Maskerade im Grunde und das ist auch meine kritische Einstellung gegenüber der Möglichkeit, wirklich, wenn jemand in zwei Kulturen aufgewachsen ist, dass er deswegen irgendwie fähiger ist, die Kulturen zu verstehen oder so. Da muss man schon aufpassen, so leicht ist das nicht. Und auch die Hoffnung, die wir oft haben, dass sich die Kulturen integrieren. Ich glaube eher, irgendeiner muss aufgeben oder ein bisschen mehr nachgeben. Nicht aufgeben unbedingt, das ist nicht so schön, aber nachgeben, so ganz einfach. Also ich würde sagen, es ist schwierig, auf jeden Fall schwierig, es ist nicht einfach. Wenn ich nur in Buenos Aires leben würde, würde mich vielleicht die dortige Kultur oder Szene, wenn man so will, stärker absorbieren. Denn Patagonien ist ja in der Hinsicht sehr wichtig, weil das ein völlig offenes, weitgehend unbesiedeltes und auch von irgendwelchen Kulturen völlig unbelecktes Land ist. Es ist nicht so, wie wenn Sie zum Beispiel nach Norwegen fahren oder wo auch viel freier Raum ist. Aber irgendwie ist da schon längst, das ist schon, da gibt es Bauern, da hat man seit Jahrhunderten wird dort irgendwas gemacht. Dort kommen, ich bin sicher an vielen Stellen gestanden und gegangen, wo noch nie ein menschliches Wesen gegangen und gestanden ist, ne? Wenn ich zum Beispiel manchmal Landschaft, ich sage, das ist wie der Königssee. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, denn jeder Zentimeter ist dort von irgendeinem Touristen seit Jahrhunderten berührt worden oder Bauern und was immer. Es gibt keine Vorschriften, keine menschlichen Präsenz, die gültig ist. Es gibt keine gültige Kultur. Und wo keine gültige Kultur ist, ist jeder Kulturmensch, das wir ja alle sind, plötzlich völlig frei. Sie können plötzlich etwas sein, was Sie vielleicht nie oder nirgendwo sein können. Das ist eine Aufforderung, eine Herausforderung. Ne? Und deswegen sind so viele Halbverrückte dort und so viele Leute, so Desperados und völlige Originale auch. Die können einfach sein, wie sie wollen oder was aus ihnen so herauskommt. Ne? Das verändert sich langsam. Aber ich habe es noch erlebt. Ne? Ich bin noch so gewissermaßen an dieser Kulturfront gestanden. Was ich da beschreibe, diese Ritte durch die Regenwälder, die habe ich selbst gemacht natürlich auch. Da kommen sie wirklich, haben sie wirklich manchmal den Eindruck,
hier komme ich absolut nicht mehr weiter. Ne? Das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Wo soll das denn da hingehen? Und die Pferde, die kennen so ein bisschen, die ducken dann die Köpfe und gehen dann so durch ein Gebüsch durch und so. Und dann kommen sie wieder zu einem Wasser und dann sagen sie, wie komme ich da hin? Nichts, gibt es keine Infrastruktur, nichts. Ne? Und das ist schon eine Erfahrung, die man, wenn man die macht, es ist ein merkwürdiges Gefühl von Ursprünglichen. Und das kann man nicht mehr vergessen, dem gehört man irgendwie an, diesem enormen, unbegrenzten Freiheitserlebnis. Das ist so eine ganz innere, tiefe Empfindung. Wenn Sie plötzlich wo stehen, wo Sie wissen, hier ist noch niemand gestanden und diesen Blick, den ich jetzt habe, den hat noch niemand gehabt. Ich bin ein Mensch, der, sagen wir, diese Welt ganz neu erlebt. Kommt nichts Großartiges dabei heraus, ne? Das will ich nicht damit sagen, aber es ist doch ein merkwürdiges Gefühl, das einem wirklich packt. Menschenbilder. Patagonien und der Rest der Welt. Der Sozialwissenschaftler und Schriftsteller German Kratochwill. Eine Sendung von Petra Herzeg und Rainer Rosenberg. Informationen zur Sendung können Sie beim Ö1-Service erhalten. Unter der Telefonnummer 01 für Wien und dann 501 70 371. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter oe1.orf.at. Am nächsten Sonntag hören Sie in den Menschenbildern »Ich will überrascht werden«, ein Porträt des Komponisten Michael Mantler. Auf Wiederhören also am nächsten Sonntag, sagt Sandra Kreisler.